geht? Ich war mal ganz ohne Video mit Ente! Was geht? Was geht? Und zwar, Leute, sind wir wieder heute auf den eustein.de-Server. Guck mal, wie viele Zuschauer hier sind. Leute, wenn ihr auch Spiel mitspielen wollt, kommt einfach auf den Server. Ich zeige euch doch mal, wie man das hier wie man hier auf den Server kommt. Blende ich doch euch doch mal hier extra ein. Aber Ente, wir erstellen heute Shops. Bist du bereit? Ja, Mann, ich bin bereit. So, ich weiß schon, was ich für einen Shop erstellen will, Leute. Es ist deine Seite. Fick rüber, kein Problem, let's go. So, ich habe heute eine richtig coole Idee und jetzt sind die ganzen Ausrufe voll viele Spiele. Einer hat mir dir es gegeben. Hey, du bist auf meinem Grundstück. Oh, dann gehe ich rüber, kein Problem. Okay, das ist schon angefangen. Ja, Mann, ich habe schon angefangen. Ich muss erstmal so eine Farm bauen, womit ich erstmal überhaupt meinen Shop dann betreiben kann. Was für eine Farm? Was willst du verkaufen? Ja, man muss ja was verkaufen können. Du kannst ja, was weiß ich, Getreide oder so verkaufen. Ich werde aber was richtig Heftiges verkaufen. Du wirst richtig staunen, Junge. Ja. Ich muss das hier, glaube ich, erst ein bisschen in die Höhe bauen. Ey, hier sind gerade so viele Zuschauer. Wenn ich hier die ganze Zeit Fails beim Bauen mache, dann können die alles sehen. So, hier muss ich erstmal ganz viele Hopper jetzt platzieren. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. So, hier mache ich dann die Kiste, wo alles reinkommt. Leute, ich glaube, ihr wisst schon, was ich hier bauen will. Ich habe da schon mal ein Video drüber. Was willst du bauen? Sag doch einfach. Ich habe das schon mal gebaut, Ente. Vielleicht kennst du das noch. was denn? Sag doch. Nix, alles gut. So, ich muss erstmal die ganzen Hopper hier verbinden, damit die alle dahin gehen. So, hier auch noch. Zack, zack, zack. So können wir kurz testen, wenn ich hier was reinwerfe. Funktioniert das? Und ja, das kommt da rein. Perfekt. So, ich werfe nochmal irgendwo random hin, ob das wirklich immer funktioniert. Und ja, das kommt da alles rein. Das ist schon mal sehr gut. So, und ich glaube, ich werde das hier auf geöffnet lassen. Hey, was machst du einfach? Sag doch, ey. Ich will wissen, was du für einen Shop baust. Ente, ich glaube, du willst das lieber noch nicht wissen. Hey, warum ist es so schlimm? Ja, Sim. Verkaufst du Bananen oder was? Ja, Bananen in Minecraft. Hä, die gibt's gar nicht, glaube ich. Okay, hast du recht, glaube ich. So, hier brauche ich jetzt Slabs, glaube ich. Zack. Und jetzt muss ich kurz testen, ob das funktioniert. Ich hoffe, die spoilern jetzt im Chat nicht, weil ich habe den Chat gerade aus. Ey, du hast auch den Chat aus, oder? Hä? Nein, ich hab den an. Ey, mach den aus, das Schummeln. Ja, okay, ich mach ihn aus, chill doch. So, okay, funktioniert das? Ja, es funktioniert. Oha, okay, das ist schon mal nice. Oh, ich glaube, ich habe das viel zu hoch gebaut, aber egal, kein Problem. So, hier muss dann das hier hin, glaube ich. Okay, Leute, jetzt ist es hier voll automatisiert. Es funktioniert jetzt die ganze Zeit. Hier werden dann, ich kann das gerade nicht genau beschreiben, was ich hier tue. So, jetzt muss ich das noch ein bisschen hier verstecken. So, wieso habe ich das in der Luft gebaut? Richtig dumm. Ente, wie weit bist du? Hey, ich bin mal fertig, aber ich baue noch die Fassade. Oder? Sehr gut, Ente. So, ich muss das jetzt ganz schnell hier verstecken, Leute. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Wenn das gleich Ente sieht, dann, Was sieht? Alles gut, Junge. Sag doch. Keine Angst, ich würde niemals was Schlimmes tun, Ente. Hey, du hast hier was gemacht, sag. So, Leute, ich muss jetzt hier ein bisschen verstecken. Baust du so einen modernen Laden oder einen ganz, was weiß ich? Hä, so einen älteren. So einen Supermarkt oder was? Ja, Mann. Ich baue, glaube ich, auch sowas Ähnliches. So, Leute, jetzt sieht das doch schon eher aus wie eine Fabrik, oder? Ich würde sagen, ich mache hier noch oben das hier drauf. So, hier das hier können wir nehmen. Und jetzt sieht das doch aus wie eine Fabrik, oder nicht, wenn man von hier unten guckt? Ja, sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, ich mache hier noch so eine Runde, damit man das Feuer nicht sieht. Weil, Leute, dank der Maschine können wir jetzt überhaupt den Shop betreiben. So, wir müssen ja dann noch zur Kiste kommen. Deswegen würde ich sagen, müssen wir dann so hier lang gehen, machen uns einen kleinen schönen Raum. Ich kann keine Rahmen mehr aufstellen. Als ob, hast du schon zu viele? Ja, Mann. Ja, das begrenzt, damit der Server nicht abschmiert und so. Ed, wir haben schon alles schlau überdacht, damit hier nichts kaputt geht. Damit hier auch alle Zuschauer von uns spielen können. Was geht? Ja, Mann. So, da kann man auch die Lava sehen. Auch den Prozess ist, glaube ich, ganz cool. So, diesen Raum brauchen wir, um dann später alles abzuholen, wenn die erwachsen werden. So, was darf hier nicht jeder sehen, was wir hier machen. Deswegen würde ich sagen, verstecken wir das ein bisschen. So, kommt man dann rein. So, einfach mit der Leiter hoch. Fertig. Das ist jetzt die Fabrik. So, und jetzt, Leute, kommt hier der Eingang rein, würde ich sagen. Ed, wie alt bist du? Ich bin fertig. Als ob du schon fertig bist, okay? Ich war nicht, Junge. So, Leute, der Laden muss jetzt nicht so schön aussehen. So, ich muss, glaube ich, noch eine Kasse gleich hinmachen. So, wenn ich hier gleich mit der Wand fertig bin. Und Leute, gleich ist richtig nice. Wir werden gleich an alle Spiele hier auch die Items verkaufen. Guck mal, die geben mir schon Sachen. Oha. Schon dir Sachen oder so. So, Leute, das ist hier mein Geschäft. Soll ich hier oben noch was draufschreiben? Könnte man machen. Ich hoffe, das wird passen. So, es ist zwar ein bisschen schief, aber ist, glaube ich, okay. Aber man sieht es nicht so gut. Egal. Kann ja noch mal Goldblöcke drauf machen. Hey, ich habe sogar schon jemanden im Shop drin. Hey, hier ist ein Premium-Spieler. Also. Ja, da sind wir reingekommen. Ich glaube, irgendwie durch den Bug oder so, durch sein Haustier.
Ja, aber wir auch. Ja, jetzt ab. Okay, nice. So, hier mache ich nochmal Stein hin. Da mache ich gleich drauf, was verkauft wird. So, Leute, ganz wichtig. So, hat funktioniert. Obwohl, ich könnte das Item noch benennen. Dann könnte man das sogar angucken. So, Leute, hab's hier umbenannt. Guckt jetzt. Jetzt kann man hier sogar den Namen lesen. Leider muss ich hier Dollar schreiben und nicht Euro, aber es geht gerade nicht anders. Ente Dex, du kannst schon deins abgeben. Ja, Mann, ich denk schon. Okay, ich bin auch jetzt fertig. So, hier ist so der Eingang, damit ich hier in die Kasse gehen kann. Zur Kasse meine ich. Und hier brauche ich noch eine Tür, damit ich hier die Ware gleich holen kann. Dann würde ich sagen, nehme ich so eine Tür, die sieht ganz cool aus. So, dann, bei mir kommt schon der erste Kunde rein. Als ob jetzt schon. Ja, obwohl er noch eigentlich gar nicht kommen kann, aber egal. So, ich würde sagen, ich mache noch hier oben ein bisschen mehr davon. Sieht immer besser aus, wenn hier alles voll ist. Moment, ich bin bereit. Ja, ich bin auch bereit. Okay, dann komm erst mal zu mir rüber. Guck dir das erstmal an. So, ja, TP. Warte, ich komm. So, hab dich TP'd, Ente. Guck mal. Hä, was ist das für ein Job? Hä, ist das eine Fabrik oder was? Ja, das ist eine Fabrik. Oha, hä, was stellst du her? Weiß nicht, guck einfach mal, was wir hier verkaufen. Guck dir mal das Item hier an. Hä, das ist sauer. Willst du mal die Fabrik sehen? Die Fabrik hat gerade am längsten gedauert. Hä, was für eine Fabrik? Hier, guck mal. Was ist das hier? Oh, die sind schon alle weggegangen. Nein. Hör mal, wo ist das Hähnchen? Warte, vielleicht ist hier irgendwie stecken geblieben. Was ist hier gebaut, Alpha? Nix. Hier ist nichts Schlimmes. Was ist denn Chicken Farm? Nein, das ist eine Sauerfabrik. Oha. Ja, okay, jetzt will ich deins sehen. Warte, ich zeig dir meins. Oder ich mache jetzt einfach die Wand weg. Warte. Weil du verkaufst einfach etwas sauer. Ich bin gleich gespannt, welcher Laden mehr Kunden kriegt. So. Und die Wand ist weg. So, was verkaufst du hier? Hey, ich verkauf Brot. Du verkaufst Brot, oha. Frisches Brot von der Ente, Alter. Brot, was geht? Wo wird das Brot produziert, Ente? Hey, Gebot? Ah, die Fabrik ist außerhalb, hast du gesagt. Ah. Ja, ja, genau. Die kommt mit Lieferwagen. Ah, ihr verkauft hier. Okay, okay. Und wo ist hier die Kasse? Was geht? Egal, nice. Okay, ich werde jetzt einstellen, dass alle Spieler reingehen können. Ich schreibe noch mal in den Chat, dass sie jetzt einkaufen gehen können. Okay, Leute, die Shops sind jetzt eröffnet. Oha, guck mal. Ich habe schon richtig viele Kunden. Läuft bei dir auch so? Nee, bei mir läuft gar nicht so. Hey, du hast auch mal viele Kunden. So, ich muss jetzt in den Chat schreiben. Wer mir 2 Dollar überweist, bekommt Chicken Süß-Sauer 2 Euro. So, jetzt mal gucken, wie mein Geschäft läuft. So, oha, oha, ich kriege viel Geld gerade rein. Alter, mein Geschäft läuft. Echt? Jetzt sollte ich verkaufen. Ich verschenke gerade nur Brot. Hier, Calvin, der Boss hat mir gerade 2000 gegeben. Wo ist der? Ich will ihn hier reinlassen bei mir. So, Alter, du hast jetzt auch schon geschrieben. Mann. Verkaufe los, Brot für 2 Dollar. Okay, er hat mir gerade irgendwie 4000 oder so überwiesen. Er hat mir Geld gegeben, Alter. Er hat mir gerade die 4000 gegeben. Jetzt muss ich hier ein bisschen was cheaten, Leute. Ich hoffe, es ist okay, weil er hat ein paar Tausend bezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie viel er jetzt kriegt. 1,6 sind 128 Dollar, aber er hat mir 4000 gegeben. Ich würde sagen, ich gebe dir erstmal so viel. Weil die anderen Kunden haben ja auch eingekauft. Ich muss jetzt gucken. So, wer hat mir noch 2 Dollar gegeben? Christus HD. Ich kann ihn gerade nicht reinlassen, Leute. Es ist gerade viel zu voll. So, der ist jetzt auch drin. Er hat schön eingekauft. Hier, bitteschön. So, der hat auch bezahlt. Der kriegt jetzt auch seine Ware. Wer hat noch bezahlt? Ich muss gucken. Er bezahlt 1 Dollar, aber mehrmals. ZZ Simon. So, muss ich ihn auch teleportieren. So, der ist jetzt auch bei mir da. ZZ Simon, was geht? Der hat auch die ganze Zeit bezahlt. Ich muss noch mal gucken. Hier, Christus bezahlt gerade noch mehr. Oha, der bezahlt die ganze Zeit. Der will richtig viel, Ente. Endlich wird ihr reich. Stopp, ey. Mann, du bist reich als ich. Ich kaufe hier die ganze Zeit ein. Bauvater hat mir jetzt Geld gegeben. Bauvater Alphastein. Ups. Leute, ihr könntet die jetzt nicht so einfach teleportieren, aber gucken, wie voll es hier ist. Ich kann gerade nicht jeden einzeln bedienen. So, er hat mir auch ganz viel Geld gegeben. Hier, bitteschön. Der hat mir sogar 100 Dollar gegeben. Oha, der will ja richtig viel, Ente. Oha, ich muss den jetzt fair bezahlen. Was denn so? Bezahl nicht mal fairer. So, ungefähr 1 Stack muss ich ihm, glaube ich, geben. So, gib ich ihm mal. Ente, dein Geschäft läuft ja gar nicht mehr. Hey, du verschenkst mein Brot, die man will es kaufen. Als ob du es verschenkst. Dein Ernst? Ja, was soll ich denn machen? Ich bin da. Oha, dein Geschäft ist ja echt pleite. Guck mal. Ja, sag ich doch. Gar keine Kunden. Jetzt guck mal, ich lock alle Kunden an. Die kommen alle zu dir. Oha, ey, Bros, wollt ihr Brot kaufen? Warte, wie viel Geld habe ich jetzt bekommen? Oha, ich habe jetzt 1,4 Millionen, als ob. Ich hatte am Anfang des Videos, glaube ich, weniger. Aber wie soll ich hier alle bezahlen? Es sind viel zu viele hier. Warte, ich gebe einfach mal, ich droppe jetzt einfach mal auch wieder alles, weil es haben mehrere Leute bezahlt. Leute, lasst Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss! Ciao.